Herzlich willkommen bei Berlin Haus. Ich bin mal wieder in der Fremde, genauer gesagt in Frankfurt, aus einem ganz bestimmten Grund. Und hier geht's schon los. Das Omen macht zum letzten Mal die Tore auf, dann endgültig zu. Und all die sind schon gekommen, um sich das anzugucken. Es ist unvorstellbar. Es wird ein wildes Wochenende. Wir werden euch ein bisschen erzählen, was in diesen 10 Jahren, genau, Omen los war, wer mitgearbeitet hat und so weiter. Es ist hier schon echt Fußballstimmung. Wir zeigen jetzt erstmal ein Video. Die Junghofstraße in Frankfurt am Main war 10 Jahre lang eine der ersten Adressen der deutschen Clubszene. Im Omen gaben sich seit November 1988 die Gäste und namhafte DJs aus aller Welt der totalen Feierei hin. Über die echt endgültige Schließung war schon seit langem spekuliert und prophezeit worden, aber immer ging es dann doch noch ein bisschen weiter. Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum entschlossen sich dann die drei Besitzer und Betreiber Sven Väth, Michael Münzing und Matthias Martinsohn, eine Ära zu beenden. Was ist das für ein Gefühl? Ja, schwierig zu beschreiben. Man ist sich eigentlich der eigentlichen Situation noch gar nicht so bewusst. Das wird wahrscheinlich erst so ein paar Wochen später kommen, dass jetzt also 10 Jahre zu Ende gehen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass
wir mit dem Ohm es doch geschafft haben, so ein bisschen Clubgeschichte auch hier in Deutschland zu schreiben. Und 10 Jahre waren für uns eine Sache, wo viele tolle Partys abgingen und auch musikalisch in dem Laden viel passiert ist. Ja, und jetzt geht's auf zu neuen Ufern. So beim 10-Jährigen jetzt und danach Schluss bin ich schon aufgeregt. Etwas traurig, andererseits freue ich mich auch, dass wir so schön abschließen. Dass alle fragen, warum, weshalb, wieso. Und so am Zenit aufzuhören, ist auch ein gutes Zeichen, ein gutes Omen. Und warum, wieso? Ich denke mir, wir haben hier was erlebt in den letzten 10 Jahren. Man kann es zwar immer wieder noch probieren zu strecken und es noch weiter auszudehnen und noch zu pressen, aber für mich habe ich entschieden, dass jetzt für mich auch die Zeit war, ist auch wieder was Neues zu machen. Und ich bin die Hälfte meines Lebens hier im Parkhaus. Seit 17 Jahren bin ich hier in diesen 4 Wänden. Und ich habe mir gedacht, das reicht. Ich nehme an, dass es damals, 88, wo wir es oben aufgemacht haben, da waren wir ja gerade in so einer Phase, da ist ja hier alles gelaufen. Von Sade über Matt Bianco, Guns N' Roses, Hip-Hop, Haus, es war eigentlich so total gemischt. Und so Ende 89 hat sich das dann so langsam zugespitzt, dass schon wieder klar war, wo es hingeht für mich. Das Acid House war gerade groß und Techno war ja sowieso auch schon da. Und dass wir gesagt haben, also ich für meinen Teil, okay, ich mache den Freitagabend jetzt strictly Techno House. Und das haben so viele Leute mitbekommen, dass alle 3 Monate Busse aus Dänemark hier ankamen mit dänischen People aus Kopenhagen, Party People, die hier regelmäßig 2 Jahre kamen, weil sie den Sound nirgendwo so hören konnten. Vor allem nicht in Dänemark wahrscheinlich. Vor allem nicht in Dänemark, ja. Ja, auch DJ Hell und von Tanit bis Motte. Ich glaube, wir haben das ja alle von Anfang an mitbekommen hier. Waren ja auch alle da. Es gab ja dann auch meine legendären Geburtstagspartys hier. Warum? Weil Sven Feld Geburtstag hat, oder was? '91, '92, '93. Wir hatten ja 1990 Prodigy hier schon spielen gehabt. Und '91 damals. Ja, das war 92, das war die Plus 8 Label Night, dann die Underground Resistance Label Night, damals mit in der alten Besetzung Robert Hood, Jeff Mills und Mad Mike. Und, ja, das waren schon für die Anfänge damals, gab es, glaube ich, in ganz Europa keinen Laden, der so nach vorne gegangen ist und sich für den Sound so entschieden hat. Ich glaube, Techno war einfach eine Entscheidung hier im Ohm zu sagen, wir gehen die Richtung oder man bleibt da, wo alle anderen sind. Der Laden hat von der Größe her, vom Publikumansatz einfach das angeboten, dass wir gesagt haben, okay, auch mit Sven zusammen, wir gehen die Richtung Techno, wir machen das hier im Ohm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, was den Ruf des Ladens auch irgendwo begründet hat, dass es einfach einer der allerersten Läden in Deutschland waren, die wirklich Techno gespielt haben, die auch konsequent gesagt haben, so, wir machen das jetzt, ja. Und ich sag mal, Techno hat sich einfach ein bisschen mehr abgesetzt für die Generation, die die Musik repräsentiert hat und die auch die Musik gerne gehört hat, zu der Musik, die es vorher gab, ja. Weil die Musik, die vorher gab, war eben nicht von DJs gemacht. Und ich glaube, Techno war so die allererste Musik, die wirklich überwiegend von DJs selbst gemacht wurde und nicht mehr von normalen herkömmlichen Musikproduzenten. Wie erklärst du dir den weltweiten Erfolg von Snap? Es war einfach wie immer ein perfektes Timing. Die richtige Platte zur richtigen Zeit und mit dem eigenen Label kannst du veröffentlichen schnell. Du kannst es ganz gut promoten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war einfach, ich sag mal, für uns als Produzenten der Zenit da, dass man sagt, man kann jetzt perfekt Tanzmusik machen. Man ist total schnell aus dem, was man tagtäglich auflegt und erkennt sehr schnell, wo der Trend hingeht und geht am nächsten Tag ins Studio und macht das dann auch. Und The Power war halt wirklich so eine Symbiose aus Rap, aus House, aus allem, was damals halt so lief, wurde da zusammengewürfelt.
und wurde schnell gemacht. Die Platte ist in 3-4 Tagen entstanden. Ist ein 8-Spur-Track letztendlich, wie auch Rhythm is a Dancer, was wir 3 Jahre später gemacht haben, ist auch eine Nummer, die ganz schnell gemacht wurde und auch nur 8 Spuren hat eigentlich, ja. Also ich glaube, es gibt kein Rezept, aber bei Musik kannst du aber nicht so viel überlegen, was man da macht. Das Omen war damals für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, was jetzt Dance-Label betraf, weil wir haben gesagt, wir machen Musik in erster Linie mal für Disc-Jockeys und von Disc-Jockeys. Und da war natürlich die neuen Produktionen auf DAT hier mit hinzubringen und an der Basiswahl mit dem Finger am Puls zu testen, eine sehr interessante Geschichte. Also ob das jetzt nur die ersten Snap-Produktionen, ich kann mich an unseren Test mit The Power erinnern. Oder nochmal was verändert worden ist, weil die Reaktion nicht so war, wurde es noch ein bisschen schneller. Und deshalb war auch das Omen für uns immer eng in der Verbindung mit den Plattenfirmen, die wir hatten. Also Sven mit IQ und wir mit Logic. Und das hat halt auch, war der Finger an dem Puls unseres Marktes. Naja, das war der Michael, der Matthias und ich. Wir kommen ja auch aus der Branche, wir waren ja schon nachts ewig auch unterwegs in Frankfurt und wir hatten eigentlich die Idee, wir hatten ja schon zusammen Musik gemacht und für uns war das eigentlich so der nächste logische Schritt, irgendwie einen Club zu machen, auch eine Spielwiese für unsere eigene Produktion, die wir damals ja schon hier auch dann angetestet haben. Man konnte hier quasi, wir hatten hier auch schon einen DAT-Recorder gehabt und haben 88, 89 unsere ersten Produktionen hier so getestet vom Sound her und wie die Breaks kamen in den Titeln, ob die zu früh kamen und ob die Bassdrum noch ein bisschen mehr nach vorne kann. Also es war für uns auch schon eine Spielwiese als Produzent. Und die ersten Jahre waren ja wirklich ein super Timing, da haben die Sachen sich ja überschlagen. Ja, es hat sich auch, also wenn du jetzt von der musikalischen Seite mal guckst, ich meine, zu der Zeit war Techno, also ich meine, der Sven hat am Anfang ja noch Dr. Alban gespielt und der ist ja auch aufgetreten. Und erst nach einer gewissen Zeit ging es mit dem Techno los und das war auch der erste Repertoirebereich in der Musik, der eigentlich auch die Clubszene gespalten hat. Ja, also du hast gesehen, du hast Gäste verloren, die einfach mit Techno nichts anfangen konnten und hast natürlich auch sehr viele neue gekriegt. Und das gab es vorher eigentlich so im Clubbereich gar nicht, weil es war alles mehr oder weniger eine bunte Mischung von allen verschiedenen Musikrichtungen und der Techno hat es zum ersten Mal geschafft. Man mochte es oder mochte es nicht und das hat natürlich auch, galt auch für die Gäste und das war auch spannend, sowas mal mitzuerleben, weil, wie gesagt, ich habe auch vorher lange in anderen Clubs gearbeitet und ich habe das nie so drastisch erlebt, wie das mit dem Techno hier losging. Das war für Frankfurt damals, das hat es gebraucht, das war einfach die richtige Zeit auch. Und wenn du mich fragst, wie ich auf den Namen kam, das ist mir irgendwie nachts im Traum, sah ich auf einmal Omen vor mir. Und ich bin aufgewacht und morgens wusste ich dann so, habe ich die Jungs angerufen. Ich habe gesagt so, ich glaube, ich weiß, wie unser Laden jetzt heißt. Omen. Und es war irgendwie alles ein gutes Omen. Und Ende der 80er hat der Michael ja hier auch noch Snap angetestet. Damals war ja auch Logic noch mit Dr. Alban, Rosella und Quadrophonia und Technotronics. Und die waren ja alle hier zu Gast gewesen. Und dann ging es ja dann weiter und es war für uns, also wie gesagt, auch immer die perfekte Spielwiese, auch hier Sachen auszuprobieren. Und dann kamen dann auch die Kids, dadurch haben wir auch wiederum sehr viele junge Leute motiviert. Und es kamen auf einmal Demo-Tapes auch, die wurden mir dann hier so rübergereicht. Und auf einmal wurde hier so ein Sound geboren, IQ, Hardhouse. Und der Laden ist total durchgedreht. Also ohne jetzt hier in Verklärung zu verfallen, würde ich mal sagen, dass das unheimlich viele Leute hier in der Region inspiriert hat. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass es das Groove-Magazin nie gegeben hätte, ohne das Omen und ohne Sven Feeth. Ein Phänomen begleitet das Omen, das ist Sven Feeth. Das ist die Personalunion hier im hessischen Raum. Wie erklärst du dir das? Was ist da passiert? Ja, das liegt A an Svens Persönlichkeit, die einfach einnehmend ist und der Sven auch immer absolut hinter dem Laden stand. Das heißt, ich glaube, der war schon ein Maschinchen, was das Ding hier immer wieder
ich sag mal, wenn es irgendwo gehakt hat, auch immer wieder nach vorne gebracht hat. Ob wir Dekorationen gemacht haben, sei es, ob es musikalisch irgendwo anders hinging oder ob es irgendwelche Partys waren oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist schon sehr geprägt von ihm. Also das sind mit Sicherheit nicht wir. Das hat sich irgendwie so rumgesprochen und der Sound so ging dann auch aus dem Omen raus, sprich jetzt speziell auch der Hardhouse-Sound dann Anfang der 90er. Apache, das Resistance, die Cyberdelics, Hardfloor und so weiter. Das war die Primetime, kann man sagen, wo der Sound hier geboren wurde. In Vogue war ich 16 und es war noch so Disco und so ausgehen und Mädels und saufen und hier mal Leute aufgabeln und so. Und als es oben gekommen ist, dann fing es an, nämlich, dass die Musik im Vordergrund war. Ja, das war das Primäre, Musik. Und das kam echt durch das Omen, durch den Sven und dass die Leute jetzt nicht weggegangen sind, um hier sich zu besaufen und Chicks bzw. Jungs aufzugabeln, sondern eher um abzufahren auf die Musik. Da hatten wir, also dann kam die Love Parade, die große 91, ja. Und danach war hier erstmal, das war so Hölle. Ja. Und wie gesagt, der Laden ist nicht klimatisiert. Ich habe hier normalerweise immer eine Sauerstoffflasche stehen. Ich habe dann mit Sauerstoff gearbeitet hier, nehme meine Maske auf, weil 8 Stunden, 10 Stunden Sets bei 50, 60 Grad, es tropft. Die Schallplattenspieler haben angefangen zu eiern, weil schon zu feucht war. Die Platten haben schon, sind schon fast hier weggeschmolzen. Man stand in seiner eigenen Suppe, das werden wir heute Abend bestimmt auch tun. Also, was soll ich mehr sagen? Ja, wie gesagt, am Anfang war es ja nur ein Dr. Alban hat hier gespielt und kannst dir vorstellen, wenn du ein paar Jahre später dem Sven eine Dr. Alban-Platte gegeben hättest, dass er sie mit Sicherheit nicht gespielt hätte. Aber am Anfang war es halt sehr breit vom Musikspektrum. Und da haben wir auch, Rosalla ist hier aufgetreten. Bis dann irgendwann der Techno-Zug losging. Ne? Woher hast du die Energie genommen, immer Frontschwein zu sein, immer derjenige zu sein, der die Party schmeißt hier jeden Freitag? Ich hatte immer was zu sagen. Ich hatte Ideen. So, jetzt alle ausziehen. Ich habe eine Message. Ich habe Visionen. Ich wollte die Musik nach vorne treiben, gute Laune machen, Leute glücklich stimmen, nur mit Leuten Feelings teilen. Und das hat mir immer Energie gegeben. Und die Message kam auch immer an. Und ich kam auch immer wieder zurück. Deswegen sitze ich heute noch hier und habe immer noch so viel Energie. Und das Omen ist so mein Wohnzimmer geworden über die Jahre. Und habe meistens jedes Wochenende meine Freunde hier zu Besuch.
Und wie in fast jeder Woche darf ich euch wieder mal bescheren. Wir haben dieses exklusive, wunderbare, schwarze, mir etwas zu große Omen-Shirt 88 bis 98 zu vergeben. 5 Stück wurden uns da zur Verfügung gestellt. Alles, was ihr tun müsst, ist an unsere Adresse schreiben, die altbekannte. Und viel Glück haben, dann gehört vielleicht so eins euch. Freitag, 13. November. Sven Väth, Toni Rios, Earth Nation, der dritte Raum. 60311, Bar Rossmarkt an der Hauptwache, Frankfurt am Main. Freitag, 13. November. Hell und Very Special Guest. Studio 672 in Köln. Samstag, 14. November. Carl Craig, Tom Clark. Kalkscheune, Johannesstraße 2, Berlin-Mitte. Samstag, 14. November. Shake, Ape Duke, Naughty, Captain Reality, Upstart. Ultraschall, Grafinger Straße 6, München. Samstag, 14. November. DJ Rush, Alan Alien, DJ Mo. Glashaus, Eichenstraße 4, Berlin-Treptow. Samstag, 14. November. Disco, Oliver Way, Christine, Der Talisman, Kuriko Sun. Matrix, Warschauer Platz, Berlin. Samstag, 14. November. Derek May, Eric Borgo. Rohstofflager, Josefstraße 224 in Zürich. Berlinhaus präsentiert am Samstag, den 14. November, 4 Hero, Nicolette, DJ Fish and Punk Food, Daniel Savine, Jan Sirup, Karlsdorf Bahnhof, Heidelberg. Die Plastic Man Artifacts Tour am 17. November in der Distillerie in Leipzig und am 18. November in der neuen Heimat in Regensburg. Macht der Laden jetzt zu nach 10 Jahren? Es ist eine Kombination aus, wir bekommen nicht mehr die Verlängerungen. Das heißt, es gibt momentan nur 3-monatige Verlängerungen hier, weil der Abriss im Gespräch ist. Und es ist natürlich langfristig keine Perspektive, eine Gastronomie zu führen. Wir sitzen schon seit 2 Jahren zusammen und tragen uns immer wieder mit dem Gedanken zuzumachen. Und da jetzt 10-jähriges passt es ganz gut. Und da haben wir gesagt, gut, wir machen es zum 10-jährigen zu. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt so mit die schönsten Tage hatten in der letzten Zeit. Jetzt, am Mittwoch hat man eine Veranstaltung gehabt, hat man unsere ganzen Gäste eingeladen, die auch von Anfang an dabei waren. Da war so, die schon seit Jahren nicht mehr hier oben waren. Und die, ach ja, das ist ja immer noch, und so, das sieht ja immer noch so. Und es gibt nur wenige Leute, die, sage ich mal, schon seit 10 Jahren hier hergehen und immer noch da sind. Ja. Sind so alle 2 Jahre wurde immer so eine Generation ausgewechselt. Und aber immer, muss ich sagen, jede Generation für sich, die haben alle haben gesagt, Omen, oh ja, Omen, was für eine Zeit, was für eine Zeit. Früher. Habe ich nichts früher, bei uns geht es immer noch so ab. Ihr müsst nur mal vorbeischauen, da hat sich gar nichts geändert.
Una música ahí tremenda. Jetzt weiß ich mich bezeichne. Ich habe meine Sozialisation hier gehabt. Ich bezeichne mich jetzt als ein nasses Hemd. Wie lange bist du schon hier? Seit 12. Morgen, Mittag, Abend? Heute, Abend, Nacht. Ja. Frankfurt sind drei Paar Schuhe, die zusammenpassen. Hier war Hammer, es ist Kult.
20 Stunden und 40 Minuten. Also das Geilste am Oben ist Obst. Es gibt ja immer Obst. Jedes Mal so gegen 5 Uhr morgens. Gut, Vitamine und so. Das Oben bedeutet mir eigentlich alles und eigentlich gar nichts mehr, weil es ja heute zumacht und ich eigentlich heute das erste Mal hier bin. Und irgendwie habe ich es nie geschafft, hier nach Frankfurt zu kommen fürs Oben. Und nun merke ich jetzt habe ich was verpasst. We'll be right back.
ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, ich werde die letzte Platte auflegen und werde rausrennen und nicht mehr wiederkommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier hinten stehe und noch eine und Sven und jetzt, Papa, komm, jetzt noch eine. Ich meine, was stehe ich ein Jahr lang hier? Oder eine Woche? Glücklich sein. Glücklich sein und tanzen. Ich glaube, die Leute, was hier drinnen, was hier in diesem Laden, was hier an Energie freigesetzt wurde, das steckt ja auch in den Wänden drin. Und die Leute kommen hierher, um eine gute Party zu haben. Sie bringen unwahrscheinlich viel gute Energie mit. Ja, man kann es fast sehen in der Luft. Die Energie, wie sie funkt. Und ja, diese positive Einstellung, die bringen sie mit ins Omen und tragen sie auch mit raus. Und Omen ist everywhere. Ja. Und wir haben riesige Fanbases von überall. So, wenn du die Leute selber fragst, was sie am Omen am meisten schätzen, sagen sie ja die Glücksmomente hier drinnen, zusammen zu sein, Family und ja, tanzen. 10 Jahre Om sind halt wie so ein Buch, was du aufmachst und wieder zumachst. Was in den 70ern die Beatles waren oder sonst irgendjemand, oder in den 60ern Woodstock, das ist im Jahr 2000 das Omen gewesen. Im zweiten Jahrtausend, das war das Omen. Woodstock, aber nicht nur 2 Tage lang, sondern 10 Jahre lang Woodstock. 10 Jahre Omen, 10 Jahre Woodstock. In Zukunft wird man, wenn man an die 90er denkt, auch ans Omen denken. Gewissermaßen. Man wird sehen, wo man steht, wo man liegt und Tee. Und Bananen gab's da auch.